Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit der Spezialisierung auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte. Unser heutiges Thema richtet sich an euch, an die zukünftigen Ghostwriter und lautet: Ghostwriter werden, aber wie? Dabei klären wir einmal zwei Bereiche dieser Frage, und zwar einmal, wie könnt ihr Ghostwriter werden, also was müsst ihr mitbringen, wie habt ihr die besten Chancen, auch ordentliche Aufträge zu bekommen, und der andere Teil der Frage, wie Ghostwriter werden, entweder alleine, also selbstständig, oder eben in einer Ghostwriting-Agentur, und schauen uns da einmal die Vor- und Nachteile an. Wie wird man also Ghostwriter? Aktuell sieht es so aus, es gibt einen steigenden Bedarf an Texten, an hochwertigen Texten, nicht nur aus dem akademischen, also aus dem wissenschaftlichen Bereich, sondern auch für nicht wissenschaftliche Texte. Es gibt einen steigenden Bedarf an Copywritern, an Content für Webseiten. Es werden Ghostwriter gesucht für Bücher, für Reden und so weiter. Und da gibt es immer, immer mehr. Und es gibt gerade bei den wissenschaftlichen Arbeiten auch einen Bedarf an Anonymität. Warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich nochmal in dem zweiten Teil der Frage. Was solltet ihr also mitbringen? Zu dem steigenden Bedarf gibt es derzeit auch ein steigendes Angebot an freien Autoren. Das heißt eben, dass es für euch nicht sehr, sehr viel einfacher wird, durch den steigenden Bedarf an wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Texten auch an ordentliche Aufträge zu kommen, sondern durch das Angebot an immer mehr freien Autoren müsst ihr eure Strategie auch etwas anpassen. Hier kommt es gerade auf die Qualitätsunterschiede an. Ganz, ganz wichtig ist, dass zumindest wir bei GWriters und auch andere seriöse große Agenturen auf Qualität achten und darauf achten, welche Erfahrung bringt derjenige Ghostwriter oder der, der es werden möchte, denn mit. Das heißt, ihr könnt euch als Alleinstellungsmerkmal könnt ihr am besten eure Qualifikation verkaufen, eure Erfahrung verkaufen und kommt damit an die besten Aufträge über eine Agentur. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Ghostwriter-Agenturen, sondern auch wenn ihr euch selbstständig macht und selbst alleine als Ghostwriter arbeiten möchtet, müsst ihr natürlich euch irgendwie vermarkten. Und dazu gehört eben auch, eure Erfahrung vorzustellen, und dazu gehört auch eben zu zeigen, in welchen Bereichen habt ihr schon was gemacht, in welchen Bereichen seid ihr aktiv und was ist eure Qualifikation. Das Gleiche wollen wir natürlich auch. Je besser die Qualifikation und je mehr Erfahrung ihr habt, desto höher sind natürlich die Chancen, mit uns zusammenzuarbeiten oder eigenständig Aufträge zu erhalten. Schauen wir uns das also einmal an. Der Ghostwriter als Einzelkämpfer, als Selbstständiger, was sind dabei die Vorteile? Klar ist, die direkte Kommunikation mit dem Kunden macht es manchmal sehr viel weniger kompliziert, einen Auftrag abzuwickeln. Ihr habt höhere Verdienstmöglichkeiten. Klar, wenn keine Agentur dabei ist, die den ganzen Ablauf managt und für euch schaut, dass die Zahlungen pünktlich kommen und auch für den Kunden schaut, dass die Texte pünktlich kommen und so weiter, dann habt ihr natürlich eben diesen Mittelsmann ausgeschnitten und habt somit eben eine höhere Verdienstmöglichkeit. Allerdings gibt es dabei auch Nachteile, denn auch Kunden sind teilweise unzuverlässig. Wir bei GWriters haben die Erfahrung gemacht, dass ein Ghostwriter manchmal zu spät liefert. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass Kunden teilweise gar nicht erst bezahlen wollten und auf einmal mit einem Text verschwunden waren. Was natürlich gerade dann, wenn der Kunde anonym sein möchte, was eben bei der Selbstständigkeit auch vorkommen kann, dass ihr anonyme Kunden bedienen müsst, weil ihr sonst keinen Auftrag bekommt, kann das natürlich nach hinten losgehen und kann euch auch viel Geld kosten. Das heißt, es ist ein Nachteil, dass die Kundenzuverlässigkeit nicht immer garantiert ist und ihr müsst euch darum natürlich selber kümmern. Genauso müsst ihr euch selber eben auch um die Kundenakquise und ums Marketing kümmern. Aufträge kommen nicht zugeflogen, dafür muss man leider was tun. Und das ist eben nicht nur Qualität abzuliefern, sondern auch schon im Voraus ein ordentliches Marketing für sich selbst auf die Beine zu stellen und somit eben attraktive Aufträge auch anziehen zu können. Weiterhin habt
ihr keine Anonymität zum Kunden. Das ist für die meisten wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Wir haben bei uns allerdings die Erfahrung gemacht, dass wir viele Ghostwriter haben, die die entsprechenden Qualifikationen mitbringen, aufgrund dessen, dass sie einfach einen entsprechenden Job haben, teilweise vielleicht sogar noch an Universitäten tätig sind. Und viele von denen möchten teilweise auch selber eben anonym bleiben. Diese Anonymität habt ihr natürlich nicht, wenn ihr selbstständig unterwegs seid. Logisch. Ghostwriter in einer Agentur. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben verschiedene Vorteile und natürlich auch Nachteile. Schauen wir uns das einmal genau an. Auf einiges sind wir gerade schon eingegangen. Ihr habt zum Beispiel den Vorteil, dass Konflikte in der Regel durch die Ghostwriting-Agentur selber gelöst werden. Das heißt, wenn ein kleiner fachlicher Schlagabtausch zwischen euch und eurem Kunden entsteht, weil der Kunde vielleicht meint, er wüsste etwas besser, was ihr allerdings aus eurer Erfahrung schon lange gegenteilig wisst, dann schreitet GWriters ein. Ihr habt einen Projektmanager für jedes Projekt, der für den Kunden zur Verfügung steht, aber eben auch für den Ghostwriter und somit Konflikte beilegen kann, ohne dass ihr großen Aufwand damit habt. Weiterhin habt ihr zuverlässige Zahlungen. Dieses Risiko nehmen wir als Ghostwriting-Agentur auf uns und tragen das Zahlungsausfallrisiko eben für euch als Ghostwriter. Ihr bekommt regelmäßiges Feedback, da wir mit unseren Projektbetreuern schon im Voraus einen Plan und ein Briefing mit dem Kunden aufgestellt haben, wie der ganze Auftrag ablaufen soll. Das Ganze natürlich auch in Rücksprache mit euch, damit das auch zeitlich alles hinkommt. Und somit habt ihr ein regelmäßiges Feedback mit jeder Teillieferung und könnt ordentlich arbeiten. Weiterhin habt ihr ein professionelles Marketing, um das ihr euch überhaupt nicht kümmern müsst. Das machen wir. Wir schauen, dass wir eben regelmäßig Aufträge bekommen, die wir an unsere Ghostwriter entsprechend weitergeben können. Nachteile natürlich. Wir müssen natürlich auch irgendwo unsere Mitarbeiter bezahlen und wir möchten gerne mitverdienen. Das ist kein Geheimnis. Das heißt, diesen Schritt, übernehmen wir zwar. Also das heißt, ihr könnt uns nicht ausschließen und habt damit nicht diese höhere Verdienstmöglichkeit. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie gut und wie kosteneffizient könnt ihr euer Marketing gestalten, euer Forderungsmanagement oder was auch immer ihr eben braucht, je nach Größe. Das übernehmen wir alles für euch und deswegen denken wir auch, sind diese Kosten relativ gut gerechtfertigt. Wir freuen uns jedenfalls auf jede Bewerbung von euch. Falls ihr Fragen dazu habt, sprecht einfach unser Team an und ansonsten freuen wir uns auf eure Unterlagen.